Guten Morgen, wir sind auferstanden. Wir haben dieses Mal nicht so gut geschlafen, weil guck mal hier, diese Bank, die ist so dünn. Und da hat man die ganze Zeit Angst gehabt, irgendwie runterzufallen, auf Boden zu fallen und sowas. Und eigentlich wollte ich mich vielleicht auf den Boden hier hinlegen, aber auf diesem Boden, da sind ganz viele Spinnen, Kellerasseln, voll Fettkäfer und sonstige Insekten, die irgendwie in den Nasen und in den Ohren reinkrabbeln könnten und in den Mund rein. Und nee, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich mich einfach hier auf dieser Bank gelegt. Und dann, wie ihr jetzt im letzten Tag gesehen habt, ganz am Ende, hier vorne ist ein Mauseloch. Und mehrmals ist eine Maus hochgelaufen und hat hier dran geknabbert, währenddessen ich mit dem Kopf hier gelegen habe. Und weil mir das beim dritten Mal oder so aufgefallen ist und ich die Maus gesehen und auch gefilmt hatte, da habe ich mich mit dem Kopf hierhin umgelegt. Und guck mal. Gut, meinen Wagen habe ich bereits schon weggemacht, aber hier bin ich extra aufgestanden und habe meinen Wagen dann hier verbarrikadiert, weil ich habe im Wald irgendwelche Hirschgeräusche gehört. Von ganz weitem. Und nicht, dass dann irgendwelche Hirsche mit den Vollfetthörnern dann hier reinlaufen und uns angucken und beim Schlaf stören. Und Nico hat es halt auch schon wieder gefroren. Ja, ich glaube, ich habe Fieber auch und meine Blasen machen mir noch immer zu schaffen. Ja, es sieht nicht gut aus. Vielleicht muss ich heute abreisen, leider. Hoffentlich Ja, nicht. obwohl ich halt gerne weitermachen würde bis zum Ende, laufen bis nach Celle, aber ja, es sieht nicht gut aus gerade. Vielleicht geht es nachher besser, aber ja, wir gucken mal in Hermannsburg dann, wie es da aussieht. Es bewegt sich so langsam. Es tut sich was. Ja. Ich mach da noch ein bisschen Wasser rein. Jetzt, hier, kannst du ja noch zeigen, was du tust. Das hier, das ist das hier. Jetzt Reis, Snack, Curry essen. Schon wieder Blasen. Ja, kann ich immer wieder sagen. Kaffee in der Natur und draußen zu saufen ist geil. Guck mal hier, Sonne scheint. Das ist voll geil. Und hier, ich habe das hier hingelegt. Die Solarpanel mit einer Powerbank drin, weil wir haben kaum noch Powerbanks drin. Kaum noch Akku in den Powerbanks. Und wir werden das hier eine halbe Stunde noch laden lassen, bevor wir losgehen. Weil so geht das auf jeden Fall wesentlich schneller, dass dann Akku aufgeladen wird. Weil wenn man jetzt losgeht, dann ist hier die ganze Zeit ein Waldstück, wo die ganzen Bäume den Schatten machen und die Dreischepperung versperren für das Solarpanel. Und deswegen, damit wir so ein bisschen mehr Akku ha haben, Reserve-Akku, lasse ich das hier noch eine halbe Stunde hier stehen und dann laufen wir los. Und darauf ein Wartebier. Dieser Käfer hier vorne, der hat in seinem Leben bestimmt ganz viel Scheiße gefressen. Und jetzt will er hier auf mein Dings hier drauf. Der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in seinem Leben gefressen. Ein Kotnascher. Dieser Käfer, der ganz viel Scheiße in seinem Leben gefressen hat, der ist wieder zurückgekehrt. Ja, der ist ganz kurz weggeflogen und ist genau wieder hierher geflogen. Der ist fast auf mich draufgeflogen. Der hat das hier berührt. Das heißt, ich habe seine, wie heißt das Ding? Seine mit Scheiße belagerten Beine auf meiner Isomatte drauf. So, hier, der hat zu 21% aufgeladen, dieser eine Powerbank. Und
Und ich glaube, wir starten jetzt gleich. Würde ich auch sagen, ja. Ja, weil nicht das, weil bevor dieser Käfer, der ganz viel Kot in sein Leben gegessen hat, mir auch noch in meinen Mund reinfliegt oder so. Das würde ich nicht mögen. Wir haben die Sachen gepackt und das Wetter ist schon wieder so cool zu uns, dass ich hier meinen Bierpower-Tanktop ausgezogen habe. Extra, damit noch mehr die drei Schepper rumkommen. Und Nico ist immer noch kalt. Also der hat wahrscheinlich, weiß nicht, Fieber oder so etwas oder Erkältung oder Erkältungssymptome. Also zwar jetzt kein Husten oder Schnupfen, sondern halt die ganze Zeit, der friert die ganze Zeit. Und es kann ganz gut sein, dass wir heute dann die Tour abbrechen. Also dass Nico die Tour abbrechen muss aus gesundheitlichen Gründen. Aber mal gucken. Vielleicht geht es dann später wieder besser. Ich hoffe. Ja. Aber das wäre natürlich super. Wir machen hier kurz Pause, weil Nikos Pocken im Fuß, die sind scheiße und sein Fieber und sowas. Und deswegen machen wir hier kurz Pause. Und wir haben, währenddessen wir gerade Pause gemacht haben, haben wir eine deutsche Frau getroffen und einen Alaska-Mann. Also so ein Mann aus Alaska. Die sind beide mit ihren Van hergefahren und wir haben ein bisschen Gespräch geführt, wie das in Alaska ist und sowas. Dass da hier ganz viele Menschen von Bären gefressen werden und so weiter. Und wenn man dort wandert aber dass da die Natur sehr schön sein sollte. Und noch mehr Sachen. Und urinfarbige Blume gefunden. Jetzt weiter zugelaufen. Guck mal, hier steht drauf, Hermannsburg 3,5 Kilometer. Und hier steht drauf, Hermannsburg 3,7 Kilometer. Also nur 200 Meter Unterschied. Und guck mal, wir haben uns entschieden, diesen Weg, der nach über Wesen durchgeht. Also dieser Dorf, der da drüben ist, durchzugehen. Weil dann haben wir eine Ortschaft mehr in der Beschreibung drin. Und damit, wenn diese Leute, die da drüben, da hinten wohnen, also in Wesen, dann ihre Ortschaft eingeben, dass die unsere Wanderung finden. Deswegen laufen wir jetzt extra nach Dahlak und dann nach Hermannsburg. Genau. Die Leute aus Wesen, die sollen dann Wesen eingeben und dann finden die uns. Vielleicht. Wir haben Wesen erreicht. Wir haben jetzt extra 200 Meter Umweg gemacht, um jetzt Wesen zu erreichen. Und jetzt laufen wir nach Hermannsburg. Extra für die Suchanfragen. Ja, ich dachte, ich bin in Scheiße getreten. Aber das war ein Maulwurfhügel. Hier durch Wesen bin ich damals vor 18 Jahren ein paar Mal Fahrrad gefahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich doch ein Fahrrad gehabt. Aber guck mal hier. Noch 3 Kilometer und dann sind wir in Hermannsburg angekommen. Wir haben Hermannsburg gefunden. Das ist diese Ortschaft, wo ich schon mal zur Schule gegangen bin. Ich glaube hier dritte Klasse, ein halbes Jahr bin ich da gegangen. Genau, ein halbes Jahr war ich da hier zur Schule gewesen. Das weiß ich noch, aber ich habe keine Ahnung, wo die Schule hier ist. Das habe ich vergessen, das habe ich aus meinen Gehirnzellen irgendwie gelöscht. Weiß ja auch nicht. Aber vielleicht finden wir die plötzlich. Prüfen, wie die aussieht, aber ich habe davon noch ganz wenige Erinnerung. Das hier, das ist die Oertze. Da bin ich damals von Müden bis nach Hermannsburg oder vielleicht andersrum. Von Hermannsburg bis nach Müden gepaddelt. Das weiß ich noch. So, wir haben hier einen Dönerladen gefunden. Und hier werden wir einmal Döner essen gehen. Das machen wir jetzt. Döner ist fertig. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Finde ich lecker. Wir haben gerade Döner aufgegessen. Und der hat nicht schlecht geschmeckt. Also eigentlich ganz gut. Aber irgendwas fehlt da. Also hat mich nicht umgehauen. Aber trotzdem voll in Ordnung. Und hier, der da, der kann nicht mehr. Der
der hat hier Fieber und diese ganzen Blasen und Pocken und sowas im Fuß, die da rum explodieren und sowas. Der wird hier bald nach Hause gebracht. Und ich habe mir überlegt, scheiß auf den Streik oder was das ist. Hauptsache, die Tour wird fortgesetzt. So dass ich die bis zum Ziel ankomme. Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde die auch gerne zu Ende fortsetzen, aber es geht nicht. Gesundheit steht an erster Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit dem crazy Typen. Der ist richtig gut drauf. Es macht übel Spaß, mit den Videos zu drehen. Und glaubt mir, Leute, lasst ihm ein Abo da. Auch die Leute, die von mir kommen, lasst ihm bitte ein Abo da. Das hat er sich verdient. Weil es macht so viel Spaß, mit den Videos zu drehen. Es macht so viel Spaß mit denen, auch wenn die Kamera aus ist, macht das so viel Spaß, mit denen zu quatschen. Und einfach unterwegs zu sein. Weil er einfach ein lustiger Typ ist. Und ich hoffe, er bleibt auch so lustig drauf. Und ja, deswegen hoffe ich, also ich wünsche ihm viel Glück für die weitere Tour. Und ich hoffe, er schafft es bis zum Ende. Auch wenn der Bahnstreik jetzt ist, hoffe ich, dass er ja dann ins Helle irgendwie mit Bahn wegkommt. Genau. Währenddessen wir hier immer noch am Warten sind, habe ich meine Powerbank, also ich habe zwei Powerbanks dabei. Die eine ist ja komplett leer gewesen, komplett auf 0% runter weggemacht. Und wie heißt das Ding nochmal? Ich habe das zum Aufladen da drinnen reingesteckt, in der Steckdose. Und weil mein Adapter hier für die Steckdose einfach viel zu wenig Leistung hat, da wo man diese USB-Teile da reinstecken kann und dann man mit diesem Adapter in diese Steckdose reinschiebt. Genau, diesen Adapter, der ist viel zu langsam. Der kommt kaum Strom durch. Und das dauert übelst lange, bis der aufgeladen wird. Ich schätze mal, dass jetzt diese gesamte Stunde, wo wir schon hier am Warten sind, also hier rumsitzen, hat da vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nur 15% oder so geladen. Und das ist eindeutig viel zu langsam. So, hier, Sascha ist angekommen. Hallo, moin. Sascha wird Nico zurückfahren. Und Sascha ist auch genau der den ersten Tage dabei war. Aber leider aus familientechnischen Gründen nicht mehr weiter konnte. Und rückfahren musste. Er wird netterweise Nico abholen, nach Hause fahren, wegen diese ganzen Vulkanblasen auf seinen Füßen, die da rumblubbern und auf seiner überhitzte Stirn, wo vielleicht gleich Feuer fangen kann auf deinen Haaren und sowas. Genau. Genau, aus gesundheitlichen Gründen muss er leider abbrechen. Ich werde jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 60 Kilometer oder so dürften es sein, bis ich da in Celle angekommen bin. Genau, ich werde das komplett durchziehen dann, bis zum Ende. Und Scheiße, die Sonne geht langsam weiter runter. Und ich will auf jeden Fall, bevor es dunkle kommt, will ich irgendwo ein Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Ich bin ein bisschen müde, weil ich die letzte Nacht so scheiße geschlafen habe. Wegen dieser Maus, die sonst eventuell meine Ohren abgebissen hätte oder so. Und meine Nase, die hat gestört. Jo. Hau rein, hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht. Mir auch auf jeden Fall. Diese Tour gemacht zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und schade, dass das nicht mehr funktioniert hat. Leider. Aber wir machen noch mehrere Touren zusammen. Ja, auf jeden Fall. Hau rein. Wir sehen uns. Jo. Freut mich auch, dich näher kennengelernt zu haben. Ja, mir auch. Und auch besten Dank für die Hinfahrt. Gerne. Ja. Habe ich gerne für euch gemacht. Ja. Hau rein. Und ich verpflichte euch, ihn hier, der mit den fetten Pocken auf den Füßen und diese Hirnverbrennung. Ich verpflichte euch, ihn zu abonnieren. Danke. Ich habe den Link unten in der Beschreibung hingepackt. Genauso wie, genau, bis zu diesem Tag heute. Ha 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 ha
Korrekt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, gute Weiterreise. Dankeschön. Jetzt geht's alleine weiter. Sascha und Nico sind bereits losgefahren und ich glaube, die Schule, die ich früher besucht hatte, die suche ich gleich lieber nicht mehr, weil ich habe da sowieso kaum noch Erinnerungen von. Von dieser Schule, wo ich früher hier in Hermannsburg war. Weil es war, da war ich dritte Klasse gewesen und ich ging da vielleicht nur ein halbes Jahr lang dort. Und von daher sage ich, denke ich mal scheiß drauf. Aber ich werde hier nach Oldendorf erstmal hinlaufen, auf dem direkten Wege, bevor ich dann wieder zurück auf den Heidschnuckenweg dann hinkehre. Weil hier in Oldendorf, da habe ich auch schon mal gewohnt. Und genau da weiß ich noch, wo das Haus steht. Und in Oldendorf, das war halt diese Zeit, wo ich in Hermannsburg zur Schule ging, dieses halbe Jahr. Genau in diesem halben Jahr habe ich in Oldendorf gewohnt. Ihr müsst verstehen, ich habe ja insgesamt 15 Umzüge in meinem Leben gehabt. Deswegen bin ich in so vielen Gegenden aufgewachsen. Aber es gibt noch viel mehr Gegenden, wo ich aufgewachsen bin. Also, naja, nicht viel mehr, aber so ein paar mehr Gegenden. Aber jetzt erstmal nach Oldendorf hin, auf den Start kommt. Weil es nützt nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit nach der Schule suche, wo ich irgendwie kaum Erinnerung habe, wie die nochmal aussah. Und das irgendwann dann dunkel wird. Weil ich möchte nach Möglichkeit, bevor es dunkel wird, nach einem geeigneten Pennplatz suchen gehen. Und deswegen, aber in Oldendorf weiß ich auf jeden Fall, wie das nochmal da aussah. Und deswegen gehe ich jetzt nach Oldendorf. Guck mal, da steht drauf, 3 Kilometer bis Oldendorf. Also das spricht noch 3 Kilometer, bis ich dann in diese Ortschaft angekommen bin, wo ich schon mal gewohnt hatte. Aber im Gegensatz zu Lutterloh bin ich vor einigen Jahren, also keine Ahnung, vor 7-8 Jahren oder so mal mit dem Fahrrad das letzte Mal vorbeigefahren. Also das wäre, wie heißt das Ding? Also das mit Lutterloh war auf jeden Fall viel spannender für mich, als jetzt nach Oldendorf zu gehen. Ich bin gleich in Oldendorf angekommen. Nicht mehr lange. Dann bin ich da angekommen. Aber sowas von. Ich glaube, bis sie schon den Ort schildert. Ich bin hier in Oldendorf angekommen. Also genau diese Ortschaft, wo ich damals in der dritten Klasse ein halbes Jahr gelebt hatte. Und jetzt dorthin laufen. So, das hier, das ist Ortsmitte von Oldendorf. Also diese Vollfettkreuzung. Und ich habe da hinten in der Straße gewohnt. Ich glaube, ich werde da einmal kurz hingehen und zu prüfen, ob sich da irgendwas verändert hat. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich hier war. Ich habe keine Ahnung, ob diese Skulptur diese Skulptur und diese Bank oder so wie dieser Schwein hier war. Das war also zum letzten Mal, wo ich hier war, verglichen. Also beziehungsweise ob die hier neu sind. Das habe ich keine Ahnung mehr. Guck mal, hier vorne ist so ein ganz kleiner Bach, der heißt Ried oder wie das heißt. Und der war früher weniger zugewachsen gewesen. Also der ist heute zugewachsener als wie früher. Der war früher so richtig frei gewesen, das weiß ich noch. Und da hatten wir einen tödlichen Hühnerkopf, der da drin gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Ich war vielleicht 9 oder 10 Jahre alt oder so, wo ich hier gewohnt hatte und wir diesen abgetrennten Hühnerkopf da drin rumtauchen gesehen haben. Das war scheiße gewesen. Da habe ich dann Albträume danach gehabt. Das weiß ich doch ganz genau. Und da hinten das Haus. Also ich möchte jetzt aus Privatsphärengründen nicht so hinzeigen. Da habe ich damals gewohnt. Also in der dritten Klasse oder wie das heißt. Und von hier aus musste ich immer zu Fuß bis da ganz hinten, die Bushaltestelle, die ganz hinten da ist.
diese paar, weiß ich nicht, halber Kilometer weiter oder so von hier, muss ich immer zu Fuß dahin laufen und wieder zurück, weil hier gibt's keine andere Bushaltestelle als da ganz hinten in der Kreuzung. Hier, ich laufe jetzt bis zur Kreuzung zurück, weil durch Ollendorf, da fließt die Oerze durch und hier gibt's so eine Brücke. Und wenn ich mich richtig erinnern tue, sollte unter der Brücke Platz sein. Das will ich mir gleich angucken, mit Augen. Weil, guck mal, immer mehr Dämmerung kommt. Die Sonne geht immer weiter runter, bald kommt Dunkle. Und ich habe keinen Bock, im Dunklen nach einem geeigneten Pennplatz zu suchen. Und deswegen kommt mir ganz spontan dieser Gedanke, vielleicht hier unter der Brücke zu pennen. Hier in Ollendorf. Da war ich schon lange nicht mehr gewesen. Hier vorne ist diese Oerzebrücke. Hier, und das hier, das ist untere Seite von Oerzebrücke. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich werde heute hier Nacht pennen. Weil guck mal, hier gibt's einen Steg. Und das ist extra für Boote gemacht, weil hier ganz oft die Leute hier rumpaddeln. Das ist hier diese Oerze. Ich habe hier selber mal vor langer Zeit mal auch mal gepaddelt hier. Und wisst ihr, was geil ist? Diese, weil hier dieser Steg ist für Boots, für Paddler und sowas, gibt es hier eine Dixie-Toilette. Die ist sogar offen. Aber die stinkt. Oh, die stinkt. Oh, ich weiß nicht, ob ich die benutzen will. Das war gerade so beißend. Aber egal, ich werde hier irgendwie pennen. Wobei, ich glaube, ich lasse mal diesen Wagen kurz hier. Weil hier, da hinten, da ist auch eine freie Fläche. Und ich habe da, glaube ich, eine Treppe von der anderen Seite gesehen. Ich werde das einmal kurz angucken, von dieser Seite, von da hinten, diese Seite aus. Weil, keine Ahnung, nicht, dass ich hier von morgen früh von irgendwelchen Paddlern hier gestört werde oder so. Oder dass da die ganzen Leute runterlaufen und sowas. Ich werde die andere Seite mal begutachten. Ich bin hier jetzt in dieser anderen Seite. Und hier, guck mal, hier sind Büsche und so weiter. Und ich glaube, das hier sieht sicherer aus. Also gut, man kann mich vielleicht von da drüben sehen, aber ich glaube, ich stand hier mich irgendwie hinlegen. Und dann, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich hier drunter erwischt werde. Ist gestört. Deswegen werde ich jetzt meinen Wagen hier rüber transportieren und mich dort hinlegen. Also ich habe eben gerade meinen Wagen hier die Treppe rauf und rüber geschoben und diese Treppe hier runter. Und guck mal, hier ist Wand. Warte, so ist, ich habe meinen Schlafplatz schon aufgebaut. Genau, hier liegt mein Schlafsack und die Unterlegplane. Weil dieser Boden, der ist hier ganz sandig und so weiter. Warte, hier ist mein Stuhl, hier sitze ich noch ein bisschen rum, weil ich bin noch nicht so richtig müde. Hier lädt meine Box auf. Ich glaube, ich mache gleich ganz leise Musik an. Als Unterhaltung. Genau, hier liegen meine ganzen Sachen hier rum. Meine Grabkerzen. Genau, und so sieht für heute Abend mein Pennplatz aus. Und jetzt werde ich erstmal so ein bisschen rumchillen und nichts machen und dann irgendwann pennen gehen. Und guck mal, es ist ganz dunkle geworden. Wenn ich jetzt nicht hier wäre, dann müsste ich im Dunkeln die ganze Zeit nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Deswegen bin ich hierher gegangen, weil ich genau wusste, dass hier eine Brücke ist. Aber ich glaube, hier diese Brücke, die ist nicht so laut. Da fährt zwar jede Minute ein Auto vorbei. Aber die ist nicht so laut, dass die mich die ganze Zeit wachrillt. Mit diesem Bum-Bum, Bum-Bum und so weiter. Wie bei dieser Autobahnbrücke. Wisst ihr noch, wo ich da drunter gepennt habe? Da war alles scheiße und ohrenbetäubend. Aber hier geht das voll klar. Also hier kann man auf jeden Fall richtig gut pennen. Guck mal, schaut euch mal diese voll Fettspinne hier vorne an.
Diese Spinne hier vorne, boah, das ist bestimmt eine ganz andere Art als so eine Hauswinkelspinne. Die ist richtig fett, also die ist so groß wie meine Handfläche. Ich hatte mal irgendwie gehört gehabt, dass so eine bestimmte Spinnenart, die noch größer ist, hier in Deutschland eingezogen ist, hier hergewandert und oh, die ist richtig fett. Ich hatte noch nie eine so riesige Spinne, wie die da vorne rumläuft, hier auf freier Wildbahn gesehen. Und genau neben dieser Spinne penne ich hier heute Nacht. Prüfen, ob die mich auffresst heute Nacht. Da bin ich ganz gespannt drauf. Aber ich glaube, ich google mal gleich nach dieser Spinne. Vielleicht finde ich die irgendwie. Aber ich habe so einen scheiß Internet-Traffic, sodass es voll lange gedauert, bis ich das gegoogelt habe. Naja gut, dieses Bild sieht sehr, sehr ähnlich aus von der Spinne, die ich gerade gesehen habe. Und das sollte irgendwie eine große Winkelspinne sein. Aber mich macht das aber trotzdem irgendwie hier stutzig. Weil ich glaube, die größte Winkelspinne, die ich jemals gesehen hatte, die war nur vielleicht halb so klein von der Spinne, die ich eben gerade gesehen habe. Und deswegen bin ich absolut überfragt, ob das wirklich eine Winkelspinne sein sollte. Und von daher würde ich sagen, bevor das hier eine aggressive, frisch eingesiedelte, giftige, bissige Spinne wäre, die mich dann heute Nacht fressen und beißen und vergiften würde, gehe ich mal auf Nummer sicher und pack jetzt hier diese Sachen hier zusammen und werde mich hier in die entgegengesetzte Brückenseite da ganz hinten hinbegeben. Also da, wo mich dann morgen früh die Paddelboote und so weiter nerven könnten. Und wo dieser stinkende WC ist. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Na, obwohl, ich glaube, ich mache das anders. Ich habe mir überlegt, weil ich zu faul bin, das hier jetzt alles abzubauen und wieder Treppe rauf und rüber und da hinten irgendwie hin. Ich habe mir überlegt, vielleicht hier einfach mein Zelt hier aufzubauen. Und in mein Zelt hier dann geschützt drin zu pennen. Weil dieser Zelt hat ja Netz und so weiter. Und da bin ich von diesen Spinnen hier komplett geschützt. Und mir ist auch aufgefallen, dass hier unter dieser Brücke hier überall diese Spinnen hier sind. Die genau diese Form haben. Inklusive diese Vollfettspinne von dort. Und ich habe auch in die andere Brückenseite geschaut. Die Wand ist voll davon, von diesen genau von diesen Spinnen hier. Genau, deswegen zählte ich einfach hier. Anstatt so direkt zu pennen. So, jetzt erstmal mit ganz viel Mühe ein Wurfzelt aufbauen. Ich habe gerade mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. Und jetzt werde ich diese ganzen Wurfzelt hier reinschieben. Ich habe jetzt die ganzen Zeltinnereien hier reingesteckt. Ja. Und solange ich hier genüsslich hier draußen ein Bierchen trinke und mit leise Musik hier rumchille. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht noch eine Stunde oder so, vielleicht zwei Stunden, ich weiß nicht, wie spät. Ja gut, diese Uhrzeit haben wir gerade. Ich denke mal, ja, eine Stunde, vielleicht zwei Stunden und dann lege ich mich hier schlafen. Und damit hier diese ganzen, wie heißen die doch mal? Genau diese hier. Nee, in dieser Zeit nicht in mein Zelt hier reingehen, weil ich möchte nicht, dass die in meinen Mund und in meine Nasen und Ohren reingehen. Dann mache ich das hier ein bisschen zu. Ja, und hier chill ich jetzt erstmal ein oder zwei Stunden noch rum, bis ich dann irgendwann müde genug bin, um schlafen zu gehen. Guck mal,
Hier vorne ist schon wieder diese größte Vollfettspinne, die ich jemals gesehen habe. Die hat auch einen ganz großen Vollfettkörper irgendwie. Oder keine Ahnung, ob das die war. Aber die ist auch sehr, sehr fett. Ich glaube, die andere, die war sogar noch größer gewesen als die hier. Die ich vorhin gesehen habe. Aber die ist auch schon richtig, richtig groß. Die andere, die ist da vorne irgendwie abgehauen. Nee, ich glaube, die andere war sogar noch größer als diese hier. So, jetzt ist die weggelaufen. So, ich habe jetzt gerade entspannt mein Bierchen ausgetrunken. Und ich werde mich jetzt langsam schlafen legen. Ich bin nicht rübergegangen, also zum anderen Flussufer. Weil erstens, ich aus Faulheitsgründen, weil ich keinen Bock hatte, das alles einzupacken und rüber zu schieben und wieder auszupacken. Aber aus dem Grund, weil ich gedacht habe, dass wenn hier ganz viele Vollfettspinnen sind, dass vielleicht drüben auch ganz viele Vollfettspinnen sein könnten. Und weil mir eingefallen ist, dass ich noch ein Zelt dabei habe, also diesen Wurfzelt. Und deswegen habe ich diesen Wurfzelt hier benutzt. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Und ach ja, genauso wie in der letzten Nacht werde ich schon wieder in der Nähe von so einem Maisfeld pennen. Weil hier in so einen Maisfeldern, da ist es ganz oft so, dass da Wildschweine drin sind. Guck mal, ich habe hier endlich einen Pickel bekommen. Voll geil.